Leif Kollegin nach Kollegin, 2003 sind wir auf die Straße gegangen, für zu Sommer gehen in Irak zu demonstrieren. Wir, das sind Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Leute aus Gewerkschaften, viele, die nicht politisch organisiert waren, ganz viele, die ich wollte gehen, und ganz viele von den Letzten gesehen Schnur und Hei, und ich bin wirklich stolz darauf, ihr heute zu sehen. Noch von den Situationen von 2003 nicht mit der von heute vergleichen kann, da weiß doch Afghanistan, den Irak, Konflikt am Nahen Osten, die Militarisierung bis nun noch nie irgendeinen Beitrag zur Konfliktlösung gebracht hat, mit der Ursache von den Konflikten aus. Sie waren auch, wie das klingen mag, als Regierung schenkt diesbezüglich eine andere Meinung zu hören. Sie holt das Militärbudget um ganz auf 50% von 0,4 auf 0,6% vom BIP erhöht. Was nach nur relativ wenig klingt, also wirklich geht ein dreistelliger Millionenbetrag. Aber was ich mit dem Geld so sehr könnte machen an den Ländern, kann ich gerne danken. Ja. Was dann noch viel schlimmer ist, an ein paar Jahren wird erstmalig an der Lützberger Geschichte das Budget vom Militär über dem von der Kooperation leiden. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, aus einem Schaden. Als schlussendlich gesagt, als Verteidigungsminister Investitionen an Informations- und Militärtechnologie als Undeel zur Diversifizierung von der Lützburger Wirtschaft un. Ich so ein Kehr. Die Geschichte, dass Lützburger Politiker an deutschen Talkshows erzählen, dass wir uns einen Finanzplatz lesen können, die gewissen Diversifizierung mit Vinzenz, haben wir keine Rüstungsindustrie, sowie als Großnobelschleiner, die Geschichte, die wird ab Lohn nicht mehr können erzählt gehen. Lützburg als Teil von einer Abrüstungsspirale, Lützburg feiert Militarisierung von unserer Wirtschaft hier rein. Die Linke als nach wie vor die selbe Meinung wie 2003. Wir meinen nicht, dass Militarisierung ein Teil von der Konfliktlösung ist. Wir meinen, dass Frieden, Diplomatie und Kooperation ein Teil von der Konfliktlösung ist. Aus diesem simplen Grund will mir am liebsten heute wie nur NATO ablesen. Vielmehr sehr will mir selber als Lützburg raus aus der NATO. Wie wir uns gegen eine Militarisierung von der Wirtschaft stellen, fordern wir auch die Regierung ab, das selbst zu machen. Wir wollen uns stark machen für diplomatische Lösungen und wir fordern die Regierung ab, auch weiter diesen Weg zu gehen. Als schlussendlich knappen wir bei uns, wo Nathalie abgehalten wird, nehmen eine Wirtschaftspolitik auf Anheist. Nicht wie CETA, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen von der SAP, nicht wie CETA, feiert dazu, dass Länder abgebaut gehen. Und dabei müssen wir weitermachen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da lassen wir einen letzten Satz, wie man den Knien am Benzin steht und sich stummert bratzt, dass ein paar Fickspiel mehr hat, wie die Gegner. Den aus von dieser Welt verlust. Die Linke ist und bleibt eine Friedensplattform und wir rufen nur zur Schifferin, die in dieser Meinung ist, sich auch diesbezüglich umzuschließen. Vielen Dank.